www.dreisat.de/vivo. Jeder von uns hat ja Vorlieben beim Essen. Ich liebe zum Beispiel Fisch und Wild. Schweinefleisch und Lamm dagegen mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Das kann ich mir ja fast immer, so wie die meisten von Ihnen, aussuchen. Ältere Menschen, die dagegen in Heimen leben, haben eher selten das Glück. Dass ihre Wünsche von der Küche berücksichtigt werden, ist die Ausnahme. Markus Biedermann ist Gerontologe und eidgenössisch geprüfter Küchenchef aus der Schweiz. Seine Ideen und Konzepte bringt er aber zum Glück bis nach Deutschland. Markus Biedermann ist Heimkoch aus Leidenschaft und setzt sich für mehr Wertschätzung im Umgang mit Senioren ein. Das Essen hat etwas mit Gefühlen, mit Emotionen zu tun, mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich das alles in einen Topf schmeiße, dann erreiche ich Lebensqualität. Essenstille war für mich das erste Projekt, das ich zuerst praktisch als Koch begleitet habe, als Küchenverantwortlich begleitet habe. Und es ging darum, dort in einer gerontopsychiatrischen Einrichtung, in einem Altenheim, das vornehmlich mit demenziell veränderten Menschen arbeitet und begleitet, dass dort neue Konzepte und Wege eingeführt wurden. Grundsätzlich braucht es ein anderes Kostendenken, ein anderes Qualitätsdenken, um gesunde Ernährung und abwechslungsreiche Ernährung dem Heimbewohner auf den Teller zu zaubern. Der Durchschnittswert ist, alte Menschen für 3,50 Euro zu versorgen. Wenn Katzenfutter in Deutschland teurer einzukaufen ist, auf 100 Gramm gerechnet, und diese Rechnung habe ich mal gemacht, dann erschreckt das mich wirklich, wenn einem der alte Mensch noch so viel wert ist. Hallo, guten Tag, Frau Arnold. Hallo. Frau Besserlach, hallo. Guten Tag. In Essenstille können wir oft über das Gespräch nichts mehr herausholen. Wir müssen ganz viele andere Mittel einsetzen. Und mit den Düften kann ich eben Sinne erreichen, kann ich Vergangenes wieder herausholen. Nicht Kuchen in der Küche backen. Warum kann ich diesen Teig nicht fertig machen, in eine Form geben und oben auf den Wohnbereichen fertig backen? Dann riecht es, dann verführt es. Der Aufgabenbereich im Heim muss als ein Werk nicht von Schnittstellen verstanden werden, sondern von Nahtstellen, das ineinander verflochten wird. Die Küche, die Pflege, die Hauswirtschaft, die Verwaltung, alle Mitarbeiter müssen verstehen, dass wir gemeinsam an diesem Netzwerk arbeiten. Um dies zu erreichen, haben wir zum Beispiel in Essenstille das Patensystem eingerichtet. Das heißt, Küchenmitarbeiter, die besuchen diese Heimbewohner täglich und versuchen dann, ihre Wünsche zu erfassen, mit ihnen über das Essen zu reden. Heute haben wir einen Menüplanwagen, da sind alte Küchengeräte mit drauf, Kochbücher, Rezepte und eben Lebensmittel aus der aktuellen Saison. Und auf einmal erinnern sie sich, was sie früher mit dem gekocht haben und erzählen. Menschen, die sonst einfach nur so gesessen sind, so erreicht man auf einmal. Jetzt Sau und Kasseler, hä? Oh, Sie sind eine Feinschmeckerin, hä? Tja, wenn schon, denn schon. Aber Kalbsbraten wäre okay. Ja, Kalbsbraten esse ich auch ganz gerne. So, ja. Kein Fisch. Und jetzt habe ich gedacht, ich sei ein toller Hecht. Wir haben in Essenstille eine Schnippelgruppe, die ein- bis zweimal in der Woche durchgeführt wird, wo Heimbewohner für uns Gemüse putzen und das dann in der Küche fertig zubereitet wird, vorbereiten. Es ist erstaunlich, wie halt die Heimbewohner Zutrauen haben zu den Köchen, weil da etwas Effizientes ist, weil da etwas ist, da wo sie auch eine Ahnung haben, etwas, das sie lebenslänglich gemacht haben. Und das wären eigentlich die Ernährungsberater für uns. Diese Menschen, die das geschafft haben, mit ihrer Ernährung so alt zu werden. Meine Schwiegermama ist 88, wird jetzt 89 Jahre alt. Und wenn sie uns kochen kann, dann lebt sie richtig wieder auf. Und dann koche ich dir eine Hauptsache und sie einen Teil davon. Und wir unterstützen uns gegenseitig.
Das Nachtcafé in Essen Stehle bedeutet, dass Leute, die nicht mehr in ihrer Zeit leben, dass die auch die Möglichkeit haben, sich am Abend spät noch zu unterhalten oder unterhalten werden oder teilnehmen an der Unterhaltung. Hallo, wie geht's Ihnen? Nein, das ist der Sohn vom Heimleiter und Geschäftsleiter und er hilft mir heute. Ein Koch muss gerne Gastgeber sein, weil ein Gastgeber etwas vermittelt, was Willkommen und Wärme heißt. Und wenn ich weiß, für wen das ich koche, dann kommt eben Wertschätzung ins Spiel, dann kommen Emotionen ins Spiel und dann kommt auch, und das hoffe ich sehr, die Freude auf, für jemanden zu kochen, den ich kenne. Ob die zu Hause sind oder im Heimleben. Das Essen hat für mich einen enorm hohen Stellenwert, weil es ein unermessliches Kulturgut ist, das ich meinen Kindern mitgeben möchte. Und wenn ich einmal 90 bin und ins Heim komme, dann erwarte ich ganz klar, dass die Köche mich auch fragen werden, was ich gerne mag. Mehr Informationen zu den Projekten von Markus Biedermann und zu all unseren anderen Beiträgen finden Sie wie gewohnt unter www.dreisat.de/vivo.